Einen recht schönen guten Mittwochmorgen, der 30. März. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was läuft aber im Bauerhause? Ich habe noch den Düngerstreuer angehängt von gestern. Und ich hatte ein bisschen zu wenig geladen. Also jetzt schmeiße ich da nochmal 50 Kilo rein, auch wenn es draußen leicht regnet. Ein leichter Regen nur, da kann ich diese 50 Kilo noch ausbringen und dann Düngerstreuer waschen und zurückbringen. Ja, ich hatte ja da eine kleine Panne mit dem Signal, GPS-Signal, und da hat der Streuer nicht geöffnet und dann kannst du nicht streuen und da habe ich Zeit verloren, darum bin ich nicht fertig geworden. Und das andere Problem ist mit dem Böckball, ich weiß nicht, was los ist, er streut nicht mehr ganz genau. Er streut zu viel. Wenn ich eingebe 150 Kilogramm die Hektare, drücke ich vorweg minus 10%. Sonst geht zu viel raus. Und ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Ja, jetzt Kalibrierung, Wiegezellen, Enter. Und Nullpunkteinstellung könnte ich machen, weil der Streuer ist leer und ich habe minus 26 Kilo. Mache mal eine Nullpunkteinstellung. Der Streuer muss leer sein, ich muss es akzeptieren. Da ist Nullpunkt gemacht. Und noch einmal Kalibrierung, Wiegezellen, Volleinstellung, Kalibrierung. Der Streuer muss leer sein und im Waage stehen, Tankinhalt 0. Ja, da steht der. Ich glaube, ich mache da gerade eine Kalibrierung. Vielleicht hilft das. Ah, mindestens 500 Kilo einfüllen. Ah, das kann ich nicht machen. Das ist, kann ich nicht. Escape abbrechen. Ja, so lasse ich es so. Oh, diese 50 Kilo bringe ich schnell mal raus. Und ja, gut abgeschlossen. 50 Kilogramm MGM-Umsatz. Düngerstreuer gewaschen auf meinem Waschplatz. Den bringe ich nach dem Mittagessen zurück. Jetzt ab in die Küche. Ich muss mir selbst was aus dem Kühlschrank holen. Die Anne ist unterwegs. Die Post ist dabei, ab in die Küche. Ich denke, die Numa wird auch kommen. Die hat sich im Auto gemütlich gemacht. Das liebt sie, im Auto liegen. Ja, da Frost vorausgesagt ist, für Samstag, Sonntag, Montag werde ich da die Saatkartoffeln in den reinstellen, damit dann die nicht zu kalt bekommen. Diese Kartoffeln, Sorte Erika. Da zum das. Vor Frost geschützt sind im Lagerraum. Ah, dieser Raum ist leicht isoliert. Dort nur Plastik und hier ist Holz. Und oben ist auch leicht isoliert. In dem Fall könnten wir auch heizen mit dem Radiator. Aber das ist momentan eine teure Sache, mit Heizöl heizen. Saatgutresten von Bauer Adrian. Sorte Erika. So,
und jetzt die zweitletzte Balle angestochen. Mais-Silage. Die zweitletzte. Ja, und schon wieder ist Feierabend. Mittwochabend. Der Hausi ist noch eingeladen in Bern. An der Gesellschaftsstraße, jawohl. Bei Nino und Leandro, den Kollegen von Simon. Wir waren letzten Sommer zusammen mit den Motorrädern in Sardinien. Und der Leandro hat einen Film gemacht und er wird jetzt vorgeführt. Ja, da gibt's Pizza und Bier. Jawohl, cool. Und mit diesen Worten sage ich auf Wiedersehen, man sieht sich. Nicht vergessen, ihr könnt mich abonnieren. Ihr könnt mir den Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat, und könntet es runter reinschreiben. Das würde dem Bauerhausi gefallen. Tschüss zusammen, ciao, ciao. Tenere 700. Driver Leandro, der Driver. Der Wüstenraudi. Raststätte Grauholz, noch schnell einen Kaffee, und beide zu nach Hause fahren.